Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bladderman 2. Nachdem ich im letzten Part so scheißen dämlich war, geht es jetzt endlich mit Karacho weiter. Und du bist hässlich. Naja, es geht. Es gab schon hässlichere Leute, aber naja. Na, alles klar bei dir? Ich muss... Also den Schalter am besten noch nicht umlegen, sondern ich muss ja zuerst hier... mir den Weg frei machen. Na. Na. Geht doch. Nein, geht nicht. Wieso komme ich denn da nicht hin? Darf ich nicht mit ihm? Also ich muss den Schalter jetzt doch schon umlegen, oder wie? Scheint so. Ich weiß gar nicht, ob man in das grüne Ding laufen kann. Ich will es nicht ausprobieren, bevor ich denn das Spiel noch zerstöre, sag ich mal. Obwohl doch, warte mal, hier kann ich doch nicht hin. Verrückte Welt hier. Ja, hör auf zu toben. Ich lass dich jetzt frei und dann sind alle glücklich, ne? Ja, ich muss ihn hier erstmal ausschalten. Hallo, Dämon. Aber kannst du dir mal eher in Ruhe ansehen? Sieht schon eklig aus, das Viech, ne? Ich will dich bannen, ich will dich bannen. Das kann ich nicht. Das ist der stärkste Gegner im ganzen Spiel, glaube ich. Okay. Lecker. Also es gibt auch eine Möglichkeit, sie zu töten. Aber man hat ja nicht immer so ein Teil in der Nähe, ne? Das ist das Dumme halt daran. Naja. So, unser Hüldenfreundchen ist auch tot. Das freut mich. Denn da muss ich mich nicht mit ihm abquälen. Hey, die Zeichen, die wechseln ja hier drauf. Das ist ja interessant. Okay, so interessant ist es auch wieder nicht. Das wiederholt sich ja ziemlich schnell. Ja, das ist falsch. Ne, dann seht ihr, das dreht sich einfach nur und ist glücklich. Aber das brauchen wir ja nicht. Wir brauchen der, der schief ist. Denn da macht es wieder Kadabam! So, hier war der Dämon drin. Und hier ist eine Kiste, oder? Jawohl, ja, ich bin so gut. Das freut mich sehr. Das sah gerade komisch aus, aber egal. Das macht ein seltsames Geräusch. Fast schon unheimlich, aber nur fast. Yay! Scheiße! Ich bin so doof. Warum bin ich so doof, Leute? Das ist doch auch... war hier. Das ist doch hier nicht mehr schön mit anzuschauen. Nein, ich schneide das jetzt nicht für euch raus. Das mache ich nicht. Lass dich gefälligst treffen. Sag ich doch. Stirb einfach schnell. Ich möchte weitermachen. Ich sagte, du sollst schnell sterben. Stirb, anstatt abzuwehren, ey. Stirb einfach. So, zufrieden? Zufrieden. So, ich auch zufrieden. Schön. Dann können wir beide zufrieden sein. Na gut, dann gibt's halt nochmal geschnetzelten Dämon. Warum nicht? Das schadet ja keinem. Warum ist hier dieses Geräusch, obwohl das noch gar nicht aktiviert ist? Fragezeichen. Ich weiß es nicht. Ach, ich habe ja schon Bann. Okay, wie schön. So, bitteschön. Dann... mach mal. Genau. So, die Mönche hast du schon alle getötet? Nee, noch nicht ganz. Guck, guck, ich bin hier. Oh.
schön. Da bist du ja. Und tschüss. Die! Die, Potato. Not today. Oh doch. Obwohl, der hier sieht eher aus wie eine Kartoffel. Hat auch so einen Kartoffelsack irgendwie an. So sieht das jedenfalls aus. Na komm, trink. Trink, trink. Papierchen trinken. Kiste eben aussaugen und dann sind wir hier auch schon fertig. Dann können wir weitermachen und ich hoffe, ich springe nicht wieder ins Wasser. Kein, du musst ja nicht ständig baden, ne? So dreckig bist du ja nicht. Stimmt, ein Vampir kann ja wirklich nie ein Bad nehmen, nie eine schöne Dusche nehmen, ne? Was für ein schreckliches Leben. Ich mache das so gerne, ich würde da gar nicht drauf verzichten wollen. Naja. Aber man hat ja andere Vorteile und sowas, ne, so dunkle Gaben und so ist ja auch was Feines. Da kann man auch, denke ich, doch mal auf den Bart verzichten. Wenn man stattdessen so Leute kontrollieren kann und sowas, ist ja schon eine feine Sache. Aber was soll's. Warum habe ich eben diesen Weg hier nicht gesehen? Warum bin ich ausgerechnet in diese kleine Pfütze gesprungen? Ach Gott. Ich sag viel zu oft, ach Gott. Ich mag das Rätsel nicht wirklich. Ich habe hier damals so lange rumgesucht, ich war so verzweifelt. Hm. Ja, schön. Hm. Was war das? Ach, Junge, chill mal. Alles gut. So, dich muss ich schieben. Bis zum Lichtfleck, glaube ich, war das. Sehe ich ja gleich. So, jetzt solltest du genau richtig stehen. Ja, sieht auch richtig aus. Das ist wirklich so eine gute Markierung hier, dieses Licht. Das haben sie nett gemacht, so nach dem Motto. Ja, hier kannst du hinschieben, ne? So ganz offensichtlich mit Lichtfleck als Markierung. Ja, passt. So, dann mach du bitte das gleiche nochmal. Und warum stehst du eigentlich immer da in der Ecke und schämst dich? Hast du was Schlimmes gemacht? Ah, scheiße. Ah, scheiße. Oh. Kein. Ich hatte es doch eben. Kein, jetzt hör auf Faxen zu packen. Und spring dahin zu mir. Du kannst es. Geht doch. Kann ich da oben auch so hinspringen? Ich glaube nicht, oder? Nö. Aber es geht ja auch so. Das ist schön. Der Aufzug etwas anderen Art, den ich aber niemals selber benutzen würde. Also, der ist viel zu unsicher. Aber naja, muss keiner selber wissen. Oh, ich glaube, ich werde schon wieder krank, ey. Ich fühle mich so komisch. Ah. Alles gerade nicht so einfach. Ich glaube, da unten war nichts, oder? War da was? Ich muss sowieso hier runter. Haha. Stimmt, da hinten kann man ja gar nicht hin. Nö, kann man nicht. Jedenfalls nicht so. Ach, jetzt komme ich da sowieso hin, ja. So viel dazu. Hallo? Oh nein! Ach komm! Nee. Oh.
Ich mag das nicht hier. Ich mag das ganz und gar nicht hier. Das ist eklig. Das ist pfui. Wirklich einfach nur pfui. Und warum kann ich auch nicht daran treffen, sag mal? Ja, jetzt auf einmal. Ich dachte schon, du kommst jetzt an und trinkst mich, ja. Störst mich beim Trinken, wollte ich sagen. Na, komm raus. Aber jetzt kommst du raus, ne? Genau, ganz heimtückisch von hinten. Du Sau. Hier nicht wieder verkriechen, hier. Autsch. So unsicher. Hallo? Spinni? Oder auch nicht. Vielleicht waren es auch doch nur zwei. Ach, kann hier nicht ein Speicherpunkt sein? Ich möchte jetzt hier gerne eigentlich schon einen Cut machen. Ich habe keinen Bock mehr. Na gut, okay. Wasser abgelassen. Hauptsache. Es ist ja nicht schwer, aber ich mag das einfach. Vielleicht doch nicht so ganz, warte. So. Und. Passt eigentlich schon so. Hier kann ich es ja eh nicht hinschieben. So, dann du. Du musst. So. Und auf jeden Fall an die Wand. Also so, warte. Genau, das ist direkt gegenüber. Alles klar. Vielleicht noch ein bisschen näher. Ja, sollte klappen. Hoffe ich doch mal. Noch. Ich schiebe das eigentlich immer bis an die Kante, aber ich glaube, das ist gar nicht notwendig. Nö. Das sollte auch so jetzt klappen, wenn kein mitmacht. Ach, nicht so komische Geräusche, Junge. Ah. Und ich bleib nicht an Türschwellen hängen. So. Wehe, du machst jetzt Faxen rein. Dann mache ich auch Faxen. Lass uns jetzt ein gutes Team sein. Hoffentlich. Oh, da war es gerade. Ja, ja. So. Danke. Oh ja, da. Sehr schön. Das klappt ja besser als sonst. Das Spiel, was ich jetzt aufnehme. So, und da hinten, bitte hin. Genau. Ach, Kain, du bist ja ein Schatz, bist du ja. Du bist ja ein wahrer Schatz. Kann ich dich schon von hier bannen? Schätzelein. Komm zurück, Schatz. Ich glaube, ich kann den auch nicht, noch nicht so wirklich bannen von hier. Na komm. Sei ein braves Menschlein und lass dich bannen. Ja, nicht so. Zur Seite. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Ja, jetzt zeig dich doch mal am Fenster. Brauchst keine Angst zu haben. Junge. Aber redet er mit dem Schalter jetzt, oder was? So, hab ich dich endlich. Du siehst aus, als könntest du etwas Schlaf gebrauchen, Junge. Du siehst müde aus. Denn jetzt ist die Tür hier auch aufgegangen, also als Zwischenverbindung. Ganz toll. Oh, ja, oh. So, die, Baby. So, das ist schön, das ist schön, das ist sehr schön. Hier ist immer noch kein Speicherpunkt. Bäh. Dumm, die dumm. So, lass mal nochmal Wasser ab, eine Runde. Passt. Ich finde es schön, dass sie diese Verbindung geschaffen haben. Das ist nett. Dass wir nicht den ganzen Weg nochmal machen müssen.
schon mal wirklich ein sehr großer Vorteil. Ich weiß gar nicht, ob ich gerade einen Fehler mache. Warte mal, das kann ich doch eigentlich... Nee, kann ich nicht. Also ich glaube nicht, wegen diesem blauen Teil. Na, das ist ja dann so, so Dingens. Ach ja, richtig. Wie war denn das nochmal? Ja, Mensch. So, hier ist wieder Spinny und seine Freunde. Oh nö, jetzt kommt hier von beiden Seiten. Warte. Oh Gott, alle drei auf einmal hier, ey. Nix da. Sterbt alle. Mir scheint jetzt jemand vergessen, den Kammerjäger zu rufen. Das ist doch zum Kotzen. Lalala. Ich hasse euch, ey. Nix da. Ich verkloppe euch alle. Und tschüss. Wir fixen einen kleinen Star. Oh, du, ihr lebt ja alle drei noch. Scheiße. Wenn ich jetzt hier wegen den Spinnen sterbe, ne, dann, nee. Sterb doch mal endlich, ey. Voll im Ernst. Und du auch. Noch was krabbeln hören, ey. Schon schwere Not. Boah, ihr kleinen Krabbelviecher, ey. Hat mir ganz schön Schaden gemacht. Halleluja. Ja, ja, wackel, wackel, wackel. Shake it, Baby, shake it. Obwohl, nee, das sage ich lieber nicht zu einer Spinne, das ist eklig. War hier nicht noch irgendwie eine Waffe oder so? So, ist ja auch gut. Hauptsache, ich habe die Kiste. So, bumm. Müsste ja gleich eigentlich ein Speicherpunkt kommen, ne? Ja, das noch. Den bis hier auf jeden Fall. Genau. Dann... Ich hatte nämlich mal einen Fehler gemacht. Ich hatte es hier irgendwie mal so geschoben, dass es irgendwie ganz normal war. Und dann ging das irgendwie trotzdem nicht und so. Deswegen, ich habe mir das mal hier irgendwie aufgeschrieben. Warte mal. Dann klappt das wenigstens wirklich immer. Ach so. Ach so, ja, gut. Vier. Genau. Und drei nach da. Eins, zwei, drei. Ist eigentlich total simpel, kann man sich so denken. Aber ich habe irgendwie mal das falsch gemacht. Frag mich nicht was, ich weiß es nicht mehr. Komme ich hier auch so hoch jetzt wieder? Natürlich, keinen als Superman, der schafft das doch. So, dann schnell wieder Wasser anlassen. Und dann denke ich mal, kommen wir gleich zu einem Speicherpunkt. Doch, müsste. Und dann beende ich den Part und auch die Aufnahmesession. Und dann ist alles unter Bierchen. Oder warte, geht das, wenn ich von weiter zurück das mache? Obwohl, ich glaube nicht. Ja, dahin will ich ja nicht. Ich möchte dahin. Kein. Würdest du bitte freundlicherweise auf diesen Stein dort springen? Nein, will er nicht. Er will es einfach nicht. Da muss ich dann anders schieben. Gott sei Dank. Aber ich mache den Part jetzt länger, wirklich. Ich will das jetzt in diesem Part hier geschafft kriegen. Dieses scheiß Wasserrätsel. Vielleicht nenne ich ja den Part auch so scheiß Wasserrätsel. Mal gucken. Weißt du was? Dann mache ich das einfach so. Das... Ach nee. Oder geht das? Ich weiß es nicht. Ach, probieren wir es einfach mal. Ja, jetzt ist er ganz dran. Vielleicht geht das ja auch doch. Spielelogik und so. Müsste eigentlich. Ich hoffe es mal.
Na komm, mach. Ich hatte es ja immer so waghalsig gemacht, so von wegen, dass ich den da so hingeschoben habe, dass ich da hinspringen musste mit Normalsprung so. Ohne dunkle Gabe. Hat auch immer geklappt eigentlich, aber trotzdem, das kann man ja auch vermeiden. Oh Gott, ist das weit weg. Oh, cool. Wow. Also kein Du hast mich jetzt gerade echt beeindruckt. Springst du dahin bitte auch? Wollte schon gerade sagen, warum geht das nicht über die Kante hier? So. Und ein Speicherpunkt, sehr schön. Und konnte man hier nicht irgendwie noch wen belauschen vorher oder so? Nö, anscheinend nicht, okay. Gut, Leute, dann Checkpoint. War eine aufregende Session auf jeden Fall mit dummen Toden und auch Selbstmorden und all so einem Kram. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wie immer, ne? Däumchen nach oben bitte und einen Kommentar auch hinterlassen. Und wenn ihr ganz toll seid und mich noch nicht abonniert haben solltet, also es ist natürlich dann nicht toll, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, aber das könnt ihr dann mal eben nachholen. Darüber würde ich mich sehr freuen und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao!